Recording in progress. Hallo. Mir ist danach zumute, ein Statement abzugeben zu unserer Weltlage, zur Lage um die Ukraine, Russland, den Westen. Dazu will ich kurz sagen, warum mich das auf diese Weise bewegt, wie ich es gleich sage. Ich bin Buddhist und meine spirituellen Vorfahren sind Tibeter und vielleicht, wenn ich das sagen darf, auch ein Vietnamese, Thich Nhat Hanh. Und vermutlich habe ich noch mehr spirituelle Vorfahren, auch im abendländischen Bereich. Und meine weltlichen Vorfahren sind Deutsche, Schlesier, Niederschlesier und ein Rheinländer, mein Vater. Die Schlesier also mütterlicherseits. Meine Mutter ist eine Überlebende des Bombenangriffs auf Dresden vom 13. Februar 1945 und hat mir schon als Kind von dieser grausamen Nacht, die sie dort erlebt hat, erzählt. Das steckt mir also im Blut. Und wenn ich sage, ich bin ein Nachfahre, ein Schüler tibetischer und vietnamesischer Buddhisten, dann sind dies Menschen, die auch Kriege erlebt haben, die Besetzung und Zerstörung ihres Landes durch China in den 50er, 59er Jahren, Kulturrevolution Anfang der 60er Jahre und Thich Nhat Hanh eben in Vietnam in den 60er, 70er Jahren. Das heißt, meine Vorfahren, wenn ich es so betrachte, mir war das nicht immer bewusst, aber mir ist dann irgendwann klar geworden, dass es so ist, sind alle durch schreckliche Kriegserfahrungen gegangen. Immerhin bin ich ganz froh, dass mein Vater kein Soldat war, weil er ausgemustert wurde aufgrund einer Tuberkulose, obwohl er im besten Mannesalter war, als der Krieg begann, 1939. Aber mein Großvater war deutscher Soldat und kämpfte im Elsass in zwei Weltkriegen. Aber den habe ich nicht kennengelernt, er ist 1946 gestorben, aber er war wohl im Hintergrund meiner schlesischen Vorfahren zu spüren. So, das zu meiner Verortung. Vor allem meine buddhistischen Lehrer und Vorfahren, die die Angriffe Chinas und den Krieg zwischen Nord- und Südvietnam unter Beteiligung der USA erlebt haben, haben eine ganz klare, ja, einerseits Opferhaltung und dann friedfertige Haltung im Angesicht dieses Krieges, dieser Kriege, die sie erlebt haben, eingenommen. Vielleicht konnten sie sich nicht wehren, aber sie wollten sich auch nicht wehren. Und sie haben niemanden aufgefordert, sich zu wehren. Auch die Tibeter, Osttibeter oft, wie meine Lehrer Kenshin Trangu Rinpoche oder Gendun Rinpoche und viele andere, die wir auch hier in Deutschland dann kennengelernt haben, Tengger Rinpoche, sie sind geflüchtet, als China näher kam. Sie haben ihre Klöster nicht mehr gesehen, sie wurden zerstört, sie haben sie dann später, Jahrzehnte später, als dies möglich war, zum Teil wieder aufgebaut. Aber sie haben nicht gekämpft, sie wollten unbedingt ihre Dharma-Praxis aufrechterhalten und nicht den Zorn oder den Wahnsinn der anderen übernehmen. Sie wollten nicht selber wahnsinnig
in Emotionen negativ werden, auch wenn sie natürlich schlimmstens verwundet wurden und auch viele, viele Opfer zu beklagen haben in ihren Gemeinschaften, in ihren Familien, in ihren Bevölkerungsgruppen. Tiere sind ums Leben gekommen. Die werden immer vergessen, wenn es um Krieg geht. Ich habe diese Einstellung geerbt, diese, nennen wir sie ruhig mal pazifistische, also friedenliebende Einstellung. Und ich habe auch als junger Mönch und eigentlich auch schon als Laie mit der Zuflucht zum Buddha Dharma das Gelöbnis genommen, unter keinen Umständen Lebewesen zu töten. Und auch niemanden aufzufordern, zu töten. Das war relativ leicht einzuhalten, solange es keine Bedrohung gab oder gibt. Man machte sich Gedanken, inwieweit Fleischkonsum dazu gehört. Und ich fand immer, es gehört dazu. Deswegen bin ich seit langem Vegetarier. Am liebsten wäre ich Veganer. Das bin ich nicht ganz, weil ich glaube, ein bisschen Käse essen zu müssen. Aber gut, das ist ein buddhistisches Grundgelübde. Man nimmt es schon mit der dreifachen Zuflucht. Man nimmt es umso mehr, wenn man Mönchs- oder Nonnengelübde ablegt oder das Bodhisattva-Gelöbnis. Unter keinen Umständen sich am Töten zu beteiligen, selbst wenn das eigene Leben bedroht wird. Das ist keine schwache Geisteshaltung, vor allem wenn man es wirklich im Angesicht von Bedrohungen oder schon erlebten Traumata versucht aufrechtzuerhalten. Aber es ist eine Praxis, es ist möglich. Ich habe schon als junger Mensch bei einem Vortrag von Ram Dass in Berlin, ich glaube es war 1977 oder 78, folgende Geschichte gehört. Als die chinesische Rote Armee, hieß sie so, Volksarmee, auf Tibet zurückte. Da gab es einen ganz grausamen General, der gab immer die Befehle, alle Klöster dem Erdboden gleichzumachen. Und da war ein Kloster, auf das er mit seinen Truppen vorrückte, das schien schon völlig verlassen zu sein von Menschen, von Mönchen, vielleicht waren auch Nonnen dort. Und der war so wütend und brutal, dass er, so wird jetzt erzählt in dieser Geschichte, vor Wut schnaubte, als er dieses Kloster schon verlassen vorfand. Und vielleicht hat er vor sich hingebrüllt: Diese Feiglinge, sie sind alle geflüchtet. Und mit seiner Wut betrat er den Klosterhof, das Klostergelände. Und mitten im Klostergelände, im Hof, stand ganz ruhig ein Mönch. Und das machte ihn wieder umso wütender. Weiß dieser Mönch nicht, wer ich bin, dass ich der General so und so bin? Und so stampfte er, wutentbrannt, auf diesen ruhig stehenden Mönch zu und schrie ihm das ins Gesicht. Weißt du nicht, dass ich der General so und so bin? Ich könnte dir zwischen die Augen schießen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und der Mönch blieb ruhig stehen, schaute diesen wütenden General, wie ein Dämon muss er gewesen sein, er war ein Dämon, ganz ruhig an und sagte dann, ich weiß nicht, in welcher Sprache die sich unterhalten haben, es ist eine Geschichte. Und weißt du nicht, dass ich der Mönch so und so bin? Du könntest mir zwischen die Augen schießen, ohne dass ich mit der Wimpern zucke. War der Einzige, der das konnte. Die anderen waren schon geflüchtet. Aber das ist keine schwache Geisteshaltung. Selbst die Flucht, denke ich, ist keine schwache Geisteshaltung. Es ist ein Versuch, sich der Grausamkeit zu entziehen, aber auch ein Versuch, die eigene Haltung von Weisheit, Mitgefühl, den Dharma zu bewahren. Denn die Ursachen für jedes Drama dieser Art, das zum Krieg führt, die sind immer tiefer, liegen immer
tiefer als die vordergründigen Ereignisse. Buddhisten würden sagen, es sind die drei Geistesgifte, die solche samsarischen Dramen produzieren: Begierde, Hass und Wahn. Dann ist da der grundlegende Dualismus. Das klingt jetzt wie eine Ausrede, aber das ist wahr. Ja, Feindschaften, da sind die einen die Guten, die anderen die Bösen, die einen halten die anderen für die Bösen, die anderen halten die einen für die Bösen, man hält sich selber für die Guten. Das ist im Geist und das ist schon wahr, dass dies auch die Ursachen jedweden Leids sind. Buddhismus, Dharma zu praktizieren, bedeutet, das zu verstehen. Und deshalb übt man auch Meditation, nicht wegen Wohlbefinden oder gutem Leben oder so etwas, sondern um die an sich sonst so grausame Wirklichkeit des Samsara zu durchschauen und in solchen extremen Situationen, die sich ja immer wieder auf dem Planeten ereignet haben, ja, einen klaren Kopf behalten zu können, ein klares Herz, sodass nicht auch noch das eigene Wesen zugrunde geht, auch über den Tod hinaus nicht zugrunde geht an der Negativität. Ich möchte sagen, ich vermisse eine solche Geisteshaltung jetzt in unserer aktuellen Zeit. Ich habe auch aus buddhistischen Kreisen Stimmen gehört, die ja, möglicherweise nicht diese Klarheit des Dharma vertreten. Da wird dann darüber nachgedacht, ob nicht unter bestimmten Umständen doch Kriegsführung richtig und wichtig sei, sich zu wehren, sei doch ganz verständlich. Ja, natürlich ist das verständlich, vor allem wenn der Aggressor so grausam agiert. Aber das war vielleicht abgesehen davon, dass es da noch nicht die große Gefahr der Atomwaffen gab und nicht so grausame Waffen wie heute, in früheren Kriegen genauso. Da haben sie sich die Köpfe abgeschlagen und Mann gegen Mann gekämpft und sich Schwerter in die Bäuche gerammt und so weiter. Aber die Grausamkeit war immer schon da. Von Buddha werden ja auch verschiedene Geschichten berichtet, wie er mit Kriegen umgegangen sein soll. Buddha war übrigens ein Kshatriya, also seine Familie war die Kriegerkaste. Und man darf sich Buddhas Leben nicht so vorstellen, wie es manchmal etwas romantisch dargestellt wird. Die 12 Taten, die er verbracht hat, dann schien er prädestiniert zu sein, der Buddha in diesem Leben zu werden. Er fand unter dem Bodhi-Baum das Erwachen und lehrte dann viele Jahrzehnte. Nein, da war mehr. Er war aus einer Familie, die Krieg führte. Sein Vater, der Fürst, der ihn ja gerne als Nachfolger auf dem Thron gehabt hätte, führte Krieg, musste Krieg führen. Nicht gerne, glaube ich, aber er wurde verwickelt mit den Nachbarstaaten. Und das ging eine ganze Weile so. Das ging auch noch nach Buddhas Erwachen weiter. Magadha, Sakya, wie diese Länder alle hießen. Und die Fürstentümer dort im Norden Indiens. Er war also durchaus in einem Milieu kriegerischer Auseinandersetzung zu seinem Erwachen gelangt oder suchte den Weg dorthin. Und er hat sich natürlich auch ganz einer Friedfertigkeit verschrieben, sonst hätte er den Weg des Erwachens weder finden noch der Menschheit lehren können. Ich finde, das dürfen wir nicht vergessen. Und da gibt es zum Beispiel die eine Geschichte, die wird immer ein bisschen anders erzählt. Da war er wohl schon der erwachte Buddha und als solcher ein bekannter Lehrer in Indien. Und er habe sich für einige Zeit von einer Sangha-Gemeinschaft zurückgezogen, um alleine zu meditieren oder zu leben. So heißt es in einer Version dieser Geschichte. Und er saß auf einem Berg oder Hang, als er im Tal vor ihm sehen musste, wie sich dort zwei Heere aufeinander zubewegten. Er wusste, worum es geht, welche Länder da vertreten sind. Und als er sah, dass diese sich zu einer Schlacht aufmachten,
entschied er sich, seinen Rückzug zu unterbrechen und seine Bekanntheit, Berühmtheit vielleicht schon als Gautama der Buddha einzusetzen. Und er ging hinunter aufs Schlachtfeld, so heißt es in dieser Geschichte. Und er habe mit beiden Feldherren oder Königen, Fürsten verhandelt, bis sie wieder nach Hause gegangen sind, bis sie wieder sich zurückgezogen haben. Und er ging wieder auf seinen Berg oder Hügel und setzte seine Praxis, seinen Rückzug fort. Und dann seien sie nach einer Weile wiedergekommen, jetzt mit noch mehr Waffen, mit noch mehr Soldaten, noch größere Heere, noch entschlossener zum Kampf. Und ein zweites Mal soll er seinen Rückzug abgebrochen oder unterbrochen haben. Und mit allen Verhandlungskünsten und Redekünsten, die er aufbieten konnte, vielleicht sogar mit geistigen Kräften, begab er sich auf das Schlachtfeld, gemäß dieser Version, verhandelte mit beiden Fürsten, Anführern der Truppen oder mit Delegationen, bis sie einsahen, dass sie ja, sich nur Leid zufügen würden, wenn sie gegeneinander kämpfen würden, und sich zurückzogen. Und auch Buddha zog sich hinauf auf seinen Berg zurück und setzte seine Praxis fort. Und dann kamen sie ein weiteres Mal mit noch mehr Waffen, mit noch mehr Pferden und mehr Soldaten. Und Buddha sah die Entschlossenheit dieser Truppen und ihrer Anführer zum Kampf. Und in dieser Geschichte, in dieser Version heißt es, als er einsehen musste, dass alle die Einsicht zur Friedfertigkeit verloren hatten und niemand mehr helfen konnte, auch er nicht, diese erneut zu finden, habe er sich aus dieser Gegend entfernt und sich andere Orte für seine Praxis gesucht. Die Geschichte hat also kein Happy End, denn es kam dann wohl zur Schlacht. Ja, und ob diese Geschichte jetzt ganz wahr ist oder man sie auch anders erzählen kann, sie steht irgendwo im Pali-Kanon. Die Stelle kenne ich gar nicht, ich kenne nur die mündliche Version. Aber wie auch immer, wir befinden uns in ähnlich schwierigen Zeiten. Und es macht mir Sorge, wenn, ja, wer auch immer, aus welcher Not heraus auch immer, zu mehr Kampfhandlungen, zu mehr Waffen, zu mehr Krieg im Grunde auffordert und auch die Zusammenhänge, weshalb das alles geschieht, nicht tiefer betrachtet werden. Natürlich kann man sagen, da ist jetzt ein Herrscher, der ist wahnsinnig geworden. Denn das, was da geschieht, ist wahnsinnig. Und es ist wohl auch vor allem jetzt das Kommando eines einzigen Mannes und seiner Mitwirkenden. Aber es hat natürlich auch eine Vorgeschichte, die ganze Vorgeschichte. Unsere Lebensspanne, ich bin jetzt bald 65 Jahre alt, Nachkriegskind, ist auch die Zeit des Ost-West-Konfliktes. Der Zweite Weltkrieg endete mit einem ungelösten Ost-West-Konflikt. Deutschland wurde viergeteilt, die ganze Welt, also die vier Besatzungssektoren. Dann später zweigeteilt. Lange bis 1989, 90 diese europäische Ost-West-Spaltung, die ganze Welt spaltete sich in Ost-West.
Richtig aufgehört hat das nie. Wir glaubten es in den 90er Jahren, es sei jetzt vorbei. Aber dann hätte man alle Waffen verschrotten müssen. Man hätte die Abrüstung, die Gorbatschow und andere, auch der Westen, begonnen hatten, konsequent zu Ende führen müssen. Man hat das nicht getan. Ich denke, seit dem Zweiten Weltkrieg ist kein Tag vergangen, an dem auf allen Seiten des Globus nicht die Waffenproduktion weitergelaufen wäre, nicht Interessen sich gegenseitig aufgespielt hätten, gegenseitig einander aufgetürmt hätten. Ist nicht so einfach zu sagen, hier gibt es die Guten, da die Schlechten. Ich denke, wir können irgendwie froh sein, dass wir in diesen Ländern hier leben. Europa ist in vieler Hinsicht gut geworden. Aber so einfach ist es nicht. Auch der sogenannte Westen hat nicht aufgehört aufzurüsten. Und er hat, ja, Russland provoziert. Vor allem dort die Regierungsspitze. Da waren zwar dann auch unterschiedliche Chefs. Die einen waren kooperativer, die anderen weniger. Aber was heißt kooperativ? Aus Russland wurde auch ein kapitalistisches Land und es ging viel um Geschäfte. Um Öl, um Gas, aber auch um viele andere Dinge. Russland wurde auch modernisiert. Und all die westlichen Firmen, die all diese schönen Dinge produzieren, oder auch östliche Firmen, Technologie, Computer, Möbel, alles wurde genauso in Russland verbreitet wie in allen anderen Ländern der Welt. Also es ging um Geschäfte. Und solange das mit den Geschäften ganz gut läuft, kann man sich über viele Systemunterschiede und Meinungsunterschiede hinwegsetzen, scheinbar in dieser Welt. Aber das Problem der Blöcke und der Waffen, die dazu aufgerüstet werden und der Militärs dazu, das ist nie aus der Welt geschaffen worden. Vor ein paar Jahren hat ICAN den Friedensnobelpreis für ihre Arbeit gegen Atomwaffen, zur Abschaffung der Atomwaffen bekommen. Aber am selben Tag, als man ihnen den Preis zusprach, trotz einiger Erfolge, viele Länder haben etwas unterschrieben, was ICAN veröffentlicht und als Vertrag entwickelt hatte, einen Vertrag zum Verschrotten und Sperren von Atomwaffen. Am selben Tag, als sie den Preis zugesprochen bekamen, haben aber auch maßgebliche Länder gesagt, ja, das sind gute Leute und die meinen es auch gut, aber das machen wir nicht. Ich erinnere mich noch an diesen Tag. Das kam nicht nur aus Russland. Da hieß es dann gleich, ja, aber wir werden unsere Atomwaffenindustrie jetzt nicht anhalten. Im Gegenteil, wir brauchen neue Waffensysteme, wir brauchen Modernisierung, wir brauchen ja, intelligentere Waffen. Ich wohne hier in der Eifel. Hier waren lange viele amerikanische Atomwaffen. 20 sollen es noch sein, die übrig geblieben sind, in Büchel. Ich bekomme regelmäßig die E-Mails und Informationsbroschüren von Friedensgruppen, die sich auch gerade um Büchel Sorgen machen. Ich muss zugeben, ich war nur einmal dort zu einem Ostermarsch. Und ich habe da auch nicht viel gemacht. Ich stand nur in der Menge und bin mit, ja, dem Marsch gegangen und habe da erst begriffen, dass das zwar einerseits ein amerikanischer
Platz ist. Aber er wird von der Bundeswehr bewacht, betrieben. Und ich hörte auch, und das kann man auch überall nachlesen, es ist ja gar kein Geheimnis, dass Bundeswehrpiloten demnächst in neuen, sehr schnellen Maschinen dort lernen, amerikanische Atombomben abzuwerfen. Und das nicht erst seit jetzt, sondern schon seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht. Das hat man nie aufgehört. Und es ist ganz klar, finde ich, und man darf es ja heute im Moment kaum laut sagen, obwohl es einige sagen, auch in Talkshows habe ich gehört, dass natürlich die NATO-Osterweiterung, jetzt spreche ich den Namen mal aus, Putin, provoziert hat. Grausam provoziert, wahrscheinlich wahnsinnig gemacht hat. Tja. Ist es nicht so? Und jetzt haben wir das Dilemma, mehr als ein Dilemma. Jetzt weiß man nicht, wie man da wieder rauskommt aus dieser Geschichte. Weißt du es? Kennst du jemanden, der das weiß? Ich habe in Berichten gehört, die Ukrainer wissen nicht, warum sie von Russland angegriffen werden. Sie wissen es nicht. Sie ahnen es nicht. Sie merken nur, da ist etwas ganz, ganz Schreckliches, was über sie hereinbricht. Grundlos. Das ist auch so. Das wird jeder so empfinden, der aus heiterem Himmel Bomben und Raketen auf die eigenen Häuser, auf die Orte, die Städte herniederprasseln erlebt. Egal, was die Vorgeschichte sein mag. Aber da gibt es Vorgeschichten. Es passiert nicht einfach so. Die Grausamkeit kann kaum jemand begreifen und auch nicht erklären. Das würde ich auch von niemandem erwarten. Aber das war auch immer so. Es war auch so, als die Chinesen nach Tibet kamen. Das war auch so, als die Vietnamesen Nordvietnam gegen Südvietnam unter Unterstützung anderer Mächte aufeinander losging. Niemand versteht, warum das passiert, wenn es passiert. Aber natürlich gibt es Vorgeschichten. Und ich wage einmal zu behaupten, dass unsere westlichen Mächte, Staaten, sicherlich unter dem Eindruck, die Guten zu sein und für Demokratie und Freiheit und Menschenrechte einzustehen, auch nicht verstehen und irgendwie in vielen Kreisen nicht mitbekommen, was da im Hintergrund auch für Kräfte und Mächte am Werk sind. Und da gibt es ein immer wiederkehrendes Muster, das finde ich, kann man nicht anders sagen. Das war in Vietnam so. Das war im Irak, glaube ich, so. Das war zuletzt vor allem in Afghanistan so. Da werden Ländern mit militärischen Mitteln Unterstützungen versprochen und auch wirtschaftliche Dinge und auch ja, Demokratisierung und Menschenrechte und Frauenrechte. Ist ja alles richtig. Aber ab einem bestimmten Punkt werden diese Länder wieder fallen gelassen. Vielleicht zum Teil aus gutem Grund, weil man merkt, man kann da nichts gewinnen. Also man kann auch den Krieg da nicht gewinnen. Man konnte ihn in Vietnam nicht gewinnen, man kann im Nahen Osten keinen Krieg gewinnen, man konnte in Afghanistan nach so vielen Jahren nicht mehr durchhalten, aber hat die auf eine grausame Weise allein gelassen. Und es ist zu befürchten, wobei da meine Kenntnisse wirklich sehr bescheiden sind, dass auch mit der Ukraine und anderen osteuropäischen Staaten ein bisschen was Ähnliches passiert ist. Eben, obwohl man es wusste,
wie diese Entwicklungen aus Sicht des Kreml beurteilt werden könnten, hat man da ja, westliche Güter hingebracht, westliche Demokratien versucht zu implantieren. Also das ist ja irgendwie auch gut. Aber man hat sozusagen, ich denke bewusst zum Teil oder unbewusst ignoriert, dass man sich damit gleichzeitig mit jemandem sehr schwer anlegt. Und genau das ist jetzt explodiert und wird zum Verhängnis. Jetzt zuerst der Ukraine. Dann wird man sehen, wie das weitergeht. Ich weiß nicht, ob was ich nur noch sage, irgendjemand gerne hören will, aber wie ich eingangs darstellte, ich halte Friedfertigkeit für die stärkere Waffe, um Frieden zu schaffen, als irgendeine andere Waffe, auch wenn man damit nicht gleich das Problem oder die Probleme löst. Der Dalai Lama hat bis heute sein ganzes Leben lang nur von gewaltlosem Widerstand gesprochen und das auch seinem Volk abverlangt. Es soll Ausnahmen da gegeben haben. Natürlich haben sich auch Tibeter gewehrt und vielleicht hat der Dalai Lama auch hier und da mal ein paar Worte gesagt, die durchaus eine gewisse Strategie implizierten, aber im Großen und Ganzen, und es ging ja auch gar nicht, hat er den Tibetern nahegelegt, sich nicht gegen China zu wehren. Ja, das ist ihnen auch nicht gut bekommen. Das ist bis heute unter einer sehr, sehr rigiden, strengen, grausamen Kontrolle das Land. Und dort geschehen immer noch viele Ungerechtigkeiten. Und es ist auch zerstört worden damals und nichts ist gelöst, wirklich. Aber wäre es zu einem noch größeren Krieg um Tibet gekommen, was vielleicht damals kaum möglich war, dann wäre es noch schlimmer geworden. Das ist eine grausame Wahrheit. Ich denke, als Buddhisten können wir eigentlich nicht anders. Und der Dharma hat eigentlich nur dadurch überlebt, die ganzen Jahrhunderte, die ganzen Jahrtausende, dass er sich immer wieder auf seine Lehren, Weisheits Lehren, Meditationspraktiken besonnen hat. Wo er das nicht getan hat, ist auch die Dharma-Praxis degeneriert. Es gab es natürlich auch. Es gab buddhistische Kreise, ganze Gruppen, die haben sich dann mit Herrschenden liiert oder auch gegen sie versucht anzugehen, und so gab es dann auch Konflikte in Sri Lanka, in anderen Ländern. Es gab auch innerbuddhistische Konflikte, irrationale. Tja, aber da hat der Dharma überlebt, wo eben man gesagt hat, nein, kämpfen, andere zum Kampf aufrütteln, nein, damit wird niemand wirklich befreit. Und selbst der Tod ist noch gar nicht mal das Schlimmste, sondern die Zerstörung oder die Aufgabe, die Degenerierung der Friedfertigkeit im Herzen, der Friedfertigkeit im Geist. Das Gelöbnis, nicht zu töten, gilt über den Tod hinaus und schafft in zukünftigen Leben günstige Bedingungen für eine Wiederverkörperung. Nicht nur bei Heiligen, sondern auch bei gewöhnlichen Menschen, die
dadurch ihren Seinsstrom, ihren Geistesstrom stärken. Und daraus können viele nützliche Folgen entstehen. Das ist, soweit ich das verstehe, ein Stück buddhistischen Glaubens. Ich wünsche uns, und meine kleine Ansprache hier ist aus einem echten Herzensanliegen heute aus mir herausgekommen. Ich wünsche uns, und die Zielgruppe ist auch eher jetzt praktizierende Buddhisten. Ich bin kein Politiker und möchte mich da und kann mich da, glaube ich, auch nicht einmischen. Aber diese YouTube-Videos werden ja von buddhistischen Freunden und wem auch immer mal angeschaut. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Geist der Friedfertigkeit bewahren, egal was passiert. Egal was auch vielleicht mit uns passiert, was hierher kommt oder dorthin kommt, wo wir leben. Der Geist der Hilfsbereitschaft ist natürlich richtig und wunderbar. Und das auch zu tun, ist wunderbar und richtig. Aber wir sollten uns, glaube ich, nicht verführen oder anstacheln lassen zur Wut, zum Ärger, zum Zorn. Ich glaube, dann wird es noch schlimmer. Ich denke, es gibt aus dieser Situation keinen guten Ausweg. Also brauchen wir auch einen inneren Ausweg. Und den hat der Dharma, hat der Buddha schon gefunden. Ich hoffe, wir vergessen unsere Praxis nicht.